Wir hatten Experten, die uns recht gut geschult und so ein bisschen Praxisbeispiele nachgebracht. Es waren auch spannende Informationen dabei, die sicher für die Welt wichtig werden sind. Für die Swiss-Skills-Lernenden habe ich ein kurzes Quiz gemacht, dass sie so ein bisschen Grundwissen haben von der Stadt Bern, die sie hier repräsentieren. Der Tag heute hat sehr viel dazu beitragen, dass wir gut vorbereitet an den Einsatz kommen. Ich habe das Gefühl, die Vorbereitung hat gut für die Swiss-Skills und fühle mich sehr gut vorbereitet. Auf dem Rundgang, den wir hier machen mit den Infoguides, mit den Jugendlichen von der Stadt Bern, zeigen wir ihnen die Dimensionen von diesem Gelände, wo das die 135 Berufe präsentiert werden, damit sie den Besuchern, wenn sie dann kommen, können zeigen, hier ist das, dort läuft das und dass das alles, sie sich auch mal vorstellen können, wie gross das Ganze dann wird. Ja, ich habe gelernt, dass ich nicht nervös sein muss, einfach offen sein und selbstbewusst sein. Hast du das Gefühl, du bist vorbereitet? Ja, das Gefühl, ich bin sehr viel vorbereitet. Nee. Ich zeige Ihnen, wie Sie sich verhalten können, wenn Kunden kommen, wie Sie Ihr Auftreten haben. Ich zeige Ihnen ein paar Tricks, wie Sie kommunizieren können und was das für einen Eindruck hat vom Gegenüber. Ja, man redet viel davon, dass der Dualbildungsstandort die Grundlage der Schweiz ist. Bei den Swisskills wird das emotional. Da sieht man wirklich, wie das läuft, wie das passieren muss. Man sieht, wie die jungen Leute mit viel Engagement, viel Power ihre Berufe ausüben. Und das ist eigentlich das, was ausmacht. Ich freue mich extrem, das zu schauen, das mitzuerleben und vor allem auch die Zukunft von der Schweiz zu sehen. Also ich freue mich auf Swisskills.